Yo-ho, yo-ho, meine Freunde, und willkommen zum 14. Part von Let's Play Ni no Kuni. Wir gehen hier wieder in die Katalysation. Letztes Mal haben wir den Weg leider nicht gefunden. Und ich hoffe, dass jetzt meine Stimme nicht zu leise ist. Ich habe nämlich mein Game Capture HD-Programm aktualisieren müssen, beziehungsweise eine neue Version downloaden. Und jetzt hat es alle meine Einstellungen zurückgesetzt. Und hier gleich mal ein Kampf gegen Mechanical und Halunke. Ich kenne mal, da habe ich nie geschaut. Da haben wir den rechts beim Halunken haben wir den Mond und bei Mechanical eine Sonne. Das heißt, ich habe keine Ahnung von diesem Zeugs. Ich weiß nicht, was gegen was gut ist. Darum nehme ich einfach mal den Akuyaku. Ja, mal ohne Schnitt da jetzt zuerst. Oh, sehr schön. Mach ihn fertig. Und jetzt noch den hier. Den machst du in zwei Schlägen. Komm. Okay, doch nicht. Sauber. Sehr schön, kleiner Racker. Sehr schön, kleiner Racker. Wenn du das geschafft, die überspringen. 18 EP. Ball. Oh, eine Eiscreme. Sehr schön. Ich kann mal gleich mal jemandem verfüttern hier. Ne, das glaube ich hier im Kreaturenkäfig. Wollen wir ihm. Flinkheit. Komm, wir geben dir mal ein Pudding. Zuerst mal für die Verteidigung. Sehr schön. Und eine Eiscreme für die Flinkheit. Da bist du ein bisschen gesättigt. Und dir geben wir ja auch noch eine Eiscreme. Ach, du bist so süß, Ruffy. Ach, Ruffy, du bist so süß. Komm, du kannst gleich noch eine haben. Flinkheit von Ruffy stieg. Das ist natürlich schön. So, weiter geht's. Da geht's nicht durch. Ich habe bei Chris von Pizmeet. Chris ist es, glaube ich, der Ni no Kuni macht. Ich kann manchmal Sepp und Chris nicht unterscheiden. Sie haben eine sehr ähnliche Stimme. Und die haben wir ihn von hinten erwischt. Und der ging auch hier durch. Und da ist mir aufgefallen, dass gerade neben der. Ne, wir haben sie ja nicht von hinten erwischt. Schade, dass hinter der Schlange eine Treppe ist. Oh, Alter, die schlägt schon rein da. Hier 7 HP oder LP? Ich vergesse es immer, wenn ich wieder in eine Aufnahmesession komme. Es steht nicht. Hier ist eine Treppe. Hier kann man durch. Ist hier hinten eine Truhe? Nein. Ja, lol, hier ist ja nur eine Truhe, mehr nicht. Da gehst du doch nicht hier durch. Ach, Mann. Du hältst eine Flasche Eiskaffee. Was bringt mir denn der Eiskaffee? Stell 10 MP wieder her. Getränke stellen MP her. Ja, ist ja eigentlich klar. Und da ist schon wieder ein Mechanical. Komm, nicht drehen, nichts drehen. Yes! Eine Schlange und ein Mechanical. Ruffy! Na los! Kieselregen auf der Schlange! Und jetzt kannst. Alter, das war ein. Nein, du musst die Schlange angreifen. Junge, Junge. Ah, Ruffy, das ist dumm. Oh, komm. Alter. Ruffy, Ruffy, Ruffy. Da hat er dem einfach mal einen kritischen Schlag reingeballert, ey. Ja, jetzt noch ein Kampf und der kleine Akuyaku hat ein Level ab. Und es ist Zeit für ein Weißbrot. Dann kann ich gleich noch den Eiskaffee nehmen. So. Gut. Dann geht's jetzt hier durch. Ah! Boah, zum Glück habe ich das noch gehört. Ich habe die nämlich nicht gesehen. Gambaro, so, Ruffy darf wieder. Ja, Alter, 15 Damage. Du hast doch einen an der Waffel. Aber Ruffy, der haut schon rein hier. Nee, das machst du nicht, mein Freund. 7 MP noch gleichzeitig, das ist schön. 7 MP nehme ich immer gerne. Jetzt müsste die Game-Volumen. Einen Moment.
Game-Volumen. Vom Headset ein bisschen drunter. Und Stufe 8 für Akuyaku. Damage ist auf 25. Das ist gut. Wenn es jedes Mal um 2 hochgeht, bin ich zufrieden. MP haben wir jetzt wieder alles. Okidoki. Nein. So, aber jetzt von hinten. Yes, man. No chance, baby. No chance, baby. Okay, die Schlange zuerst. Okay, zuerst die Schlange. Und jetzt mach sie fertig. Jetzt haben sie gemerkt, dass ich sie angreife. Oh, greif an. Jawohl. Komm, hau ihm eine rein. Jawohl. Sehr schön, Ruffy. Ach, du bist so süß, Ruffy. Du bist so süß, Ruffy. Und Ruffy hat ein Level Up. Und ein Pudding bekommen. So, 27 Damage. Mehr als der liebe Akuyaku, aber er hat leider kein Küchenmesser. Und hier haben wir die Türe von letztes Mal. Jetzt ist die Frage, wie zum Teufel kommen wir hier rein? Es soll ja eigentlich mit Schloss öffnen. Veranlasst Dinge, die verschlossen sind, sich zu öffnen. Funktioniert nicht bei menschlichen Herzen. Nichts passiert. Muss ich hier diese drei hier anzünden? Es kann nicht schaden, wenn du versuchst, die anzuzünden, Olli. Ist aber ziemlich feucht hier unten. Das Feuer wird nicht lange anbleiben. Alles klar, dann machen wir mal. Feuerball. Feuerball. Und nochmal. Feuerball. Ah! Das wäre es gewesen. Na, er sagt, er muss sich halt 12 EP dafür verbrauchen. Aber der Olli hat sowieso bald ein Level Up. Das heißt, wo gehen wir zuerst durch? Ja, hier geht's. Doch, hier geht's durch. Das ist wahrscheinlich auch der richtige Weg. Oder? Ja. Nein, dreh dich um. Dreh dich um. Dreh dich um. Nein! Hat er mich gerade noch gesehen. Was hast du? Oh, 2 Mechanikel. Habe ich noch genug MP für einen Schnitter? 13, das ist gut. Jawohl, bam, bam, bam. Sams. 19, 18. Ein toller Schlag sogar. Bam. 0 MP. Jawohl. 0 MP, Leute. 0. 0. Ah, gibt es was Besseres als 0 MP? So. Ja gut, jetzt habe ich sowieso wieder volle MP. Stufe 8. 71 LP. Das MP leider nur um 1 gestiegen. Dafür die LP gleich um 3. Das ist natürlich schön. Ja, jetzt ist gut. Jetzt erwischen wir ihn von hinten. Jawohl. Das gibt... Einsatz für Ruffy. Makenayo, was hat er für ein Zeichen? Diese Sonne, das ist glaube ich Mond. Nee, das ist, ich denke mal Wasser. Ist wahrscheinlich besser gegen dieses Sonnendings. Jawohl, kein einziges Mal hat er uns angegriffen, der Junge. Ruffy, ich mag dich immer mehr. Und du bist süß. Aber Akuyaku ist für mich ein bisschen süßer. So, 8 Gulden. Jetzt haben wir 243 Gulden. Was müssen wir denn hier machen? Wieder derselbe Trick, oder? Aber da sind keine anderen Lampen in der Nähe. Warte mal, ich habe hier ein Monster gehört. Nein. Feuerball! Geht das Feuer aus? Kannst du hier hoch? Nee, kann er nicht. Ah, da muss ich wohl ein... Jetzt ist es aus. Da muss ich wohl vielleicht hier hinten... Gibt es vielleicht noch eine Lampe? Darum brennt es ein klein wenig länger. Ja, da hinten ist eine. Hier hinten haben wir eine. Alles klar. Können wir hier rein? Okay. Hier ist bestimmt noch eine dritte Lampe. Ja.
Dann muss ich alles anzünden, oder was? Ah, Moment, ich kann von hier aus... Ich probiere es jetzt mal, runterspringen. Jawohl, gut, dann gehen wir wieder zurück. Ist jetzt blöd, wenn dieser Mechanikel da ist, aber... Ja, kann ich nichts machen. Alles klar, dann ziehen wir zuerst den hier an. Dann gehen wir zu der Statue. Und dann machen wir den letzten. So, jetzt schnell, Olli. Schnell, 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 schneller, 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 schneller. Feuerball. Und jetzt noch ganz schnell den da. Komm schon, das schaffen wir, los. Jawohl, geschafft. Ja, das Tor hinter uns geht auf. Okidoki. Gut, gegen den müssen wir jetzt nicht kämpfen, das ist gut. Habe ich denn noch was, das mir ein bisschen MP wieder gibt? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Und wir kommen dem Katzenkönig immer näher. Ohne MP. Ich brauche hier ein paar Kämpfe. Oh, da. Alter, ist das Ding groß. Alter, ist das Ding groß. Da kommen wir aber zum Glück nicht hin. Oh, neue Monster. Komm. Jawohl, den haben wir von hinten. Ein Drosselflosser und ein Blüterich. Alter Finne. Ja, Ruffy, oder? Mach mal einen Kieselregen auf dem Blüterich. Jetzt kannst du... Ja, heilende Hände, ne? Vergiss es. Oh, der bekommt aber nicht... Der hat eine gute Verteidigung, dieser Drosselflosser. Aber nicht gut genug für unseren Ruffy. Ja, dann, ne? Yeah! Ich liebe dieses Spiel. Es ist so schön, dieses Spiel. 22 EP, 20 Gulden. Da will ich einfach nicht verrecken, ihr Leute. Einfach nicht verrecken, sonst ist alles weg und ich muss die ganze Katalysation nochmal machen hier. Hoppala. Nochmal so ein Blüterich. Da hat wie sicher wieder ein Drosselflosser dabei. Nein, da hat er sich genau im letzten Moment noch gedreht. Ha, das kannst du doch nicht machen. So, also zuerst natürlich wieder auf dem Blüterich. Ja, ich... Ah, scheiße. Der war nicht schlecht, Drosselflosser. Ja, leck mich. Hier, MP. 3 Stück. Was sagt er? Ich kann kein Japanisch. Ich weiß nicht, was er sagt. Na egal. Was wir brauchen, ist eine Weißbrot, bitte. Danke. Aber da hinten ist jetzt ein Drosselflosser. Komm immer näher. Nein, 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 du drehst. Dreh dich wieder um. Dreh dich wieder um. Nein! Aha! Mann. Gambaro! Ruffy! Du machst das, ne? Oh oh. Jawohl. Hier, mal beide Fehlschlag. Das ist gut, wenn er einen Fehlschlag macht. Aber Ruffy hat auch einen gemacht. Und er noch einen Fehlschlag. 7 MP. Das ist ein Kieselregen von Ruffy, 7 MP. Das ist gut. So. Oh, eine blaue Truhe. Ja, dann können wir hier mal Schloss öffnen. Ah, warte, so, ich muss hier dran sein. Der Zauberstab, den Oliver trägt, ist nicht mächtig genug. Ja, muss ich denn den noch anziehen, den vom... Ah, ne, ich habe ja den vom Dingens noch gar nicht. Vom Katzenkönig. Ja, dann kann ich ja gar nichts machen, oder? Diese Truhe scheint durch sehr mächtige Magie verschossen zu sein. Ja, ich weiß. Aber warum geht es nicht? Zu schlechter Zauberstab. Aber da drüben ist noch eine rote Truhe. Und hier eine Sackgasse. Yay. Na gut, dann sacken wir halt das hier ab. Ein Sandwich. Das gibt uns wie viele MP? 100! Alter Finne! Ja, das kann ich dann einsetzen, wenn ich dann noch kurz vorm Tod bin. Und da ist wieder der Drosselflosser, oder wie er schon wieder heißt. Nein! Da dreht er sich wieder im letzten Moment. Das gibt's doch nicht. Drosselflosser, genau.
Also, Ruffy. It's your turn. 3 Damage hat er schon mal gemacht, der Gegner. Oh, my goodness. Der war gut, Ruffy. Hier, 5 MP und 5 LP. Sauber. Eieiei, da dachte ich schon, da hat er mich getroffen, aber... Der war sauber. So, und ich drücke jetzt mal Pause, denn der Part für heute ist leider schon vorbei. Ich würde die Parts gerne eine Stunde lang machen, aber das wäre dann zum Hochladen und zum Rendern doch ein bisschen anspruchsvoll. Ich bedanke mich trotzdem recht herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Bis morgen. Tschüssikowski.